Ja, also dieser Fall ist sicher schwer. Das ist von mir auch bewusst schwer angelegt worden. Soll auch darauf hinweisen, dass man beim älteren Menschen als Angehöriger oder als Selbstbetroffener und natürlich auch als primärversorgender Arzt oft vor dem Problem steht, dass ein Mensch an mehreren Dingen gleichzeitig leiden kann. Je älter wird, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit die andere auslösen kann und so weiter. Und eine Quintessenz dieses Falls sollte sein, dass, und wenn da auch der Laie schon ein bisschen dazu imstande ist, ist das hier kein Nachteil, jene Symptome herauszulesen. In der ärztlichen Praxis nennt man das Red Flags-Symptome, also rote Flaggen, da muss ein Warnlicht aufgehen, wo man sieht, nicht, hoppla, das ist jetzt nicht nur mehr so ein Konglomerat von Befindlichkeitsstörungen, sondern da ist wirklich was Gefährliches dabei. Und da ist Handeln geboten. In der ersten Szene ist bereits der erste Hinweis auf eine TEA oder wie man dann sehen wird, eine Folge von TEA. Also es ist überhaupt eine TEA, heißt übersetzt transiente ischämische Attacke, ein vorübergehendes, von der Zeit nicht genau definiertes, kann Sekunden dauern, Minuten, das ist auch in der letzten Zeit ein bisschen geändert worden, aber jedenfalls ein flüchtiges Ereignis, wo es zu einer Minderdurchblutung oder gar keine Durchblutung des Hirnareals kommt, nicht? Und in der ersten Szene ist das bereits hochgradig verdächtig auf so einen Vorgang. Das zuerst Verschwimmen und dann vollständige Verschwinden des Sehvermögens auf einem Auge, das kommt meistens zustande dadurch, dass die Zentrale der Netzhaut von einem kleinen Embolus, wie das zustande kommt, werde ich dann noch sagen, von einem kleinen Embolus verstopft wird und es eben zu so einer flüchtigen Durchblutungsstörung kommt. Das nennt man dann Amaurosis fugax, also flüchtige Erblindung. Das ist ja ganz typisch. Der Patient schildert dann auch noch begleitend ein Kribbeln im Gesicht. Das könnte damit etwas zu tun haben. Oft ist es aber auch so, dass man, wenn man nervös wird, dann alle möglichen Symptome zusätzlich entwickelt. Das würde ich also nicht hoch bewerten. Er ist auch ein Risikopatient, er hat Bluthochdruck und erhöhte Blutfette. Das ist beides im Verlauf der Videosequenz zu sehen. Und schließlich hat er auch ein blutverdünnendes Medikament, vermutlich Marcumar, gibt es auch schon andere mittlerweile, einzunehmen. Wahrscheinlichster Grund, eine Rhythmusstörung des Herzens. Ob der Gesichtsfeldausfall, der ganz am Ende dann zur Sprache kommt, auch so ein Symptom ist, wo es zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns gekommen ist, das kann man nicht ausschließen, das ist aber eher ein bisschen unwahrscheinlicher, einfach weil es seltener vorkommt, aus Gründen in diesen Bereichen, aus Gründen, die ich nicht bezeichnen kann. Was ist denn das überhaupt? Eine Hemianopsie nennt sich das, ein Gesichtsfeldausfall. Das ist ein interessantes Phänomen. Die Leute sehen dann nicht, ja, da fehlt sozusagen Hemianopsie, heißt ja nur die Hälfte des Gesichtsfelds fehlt. Ne? Das ist aber nicht, das sehen die Leute nicht eine schwarze Fläche, sondern sie sehen trotzdem alles, aber eben das in diesem Fall, was rechts an der Peripherie liegt, das sehen sie nicht, ohne dass sie sich darüber im Klaren sind. Und da kommt es dann eben zu solchen Vorfällen wie hier, dass ein Auto, das von rechts kommt, zum Beispiel übersehen wird, dass man rechts anstreift, einen Türstock oder so ähnlich. Nicht? Und da die Seherin, die im Hinterkopf natürlich auch durch Gefäße versorgt wird, wäre es möglich, dass auch hier ein embolischer Verschluss stattgefunden hat. Was aber dann letztlich wirklich ausschlaggebend ist für die Diagnose, ist die Szene, die sich ganz gegen Ende abspielt, wo offenbar ein Kraftverlust eintritt. Und das ist so ein Klassiker. Ja, der Patient hält da irgendeinen ganz leichten Gegenstand in der Hand, glaube ich, ein Heferl, und das fällt ihm zu Boden. Er hat das offenbar vorübergehend vollkommen die Kraft verloren und
dann macht man das, das hört man immer wieder, dann schütteln die Leute den Arm aus, nicht? Irgendwie sie wissen nicht, was ist da los, und siehe da, nach ein paar Sekunden oft da schon geht es wieder. Ja? Das ist aber ab einem gewissen Alter ein eigentlich verheerender Fehler, wenn man plötzlich irgendein neurologisches Symptom hat, also eben eine Erblindung, und möge es nur ein paar Sekunden dauern, oder eine Lähmung der Hand, dann ist einfach große Vorsicht geboten. Da kann man nicht sagen, wir warten aufs nächste Mal, ob es noch einmal kommt, weil das nächste Mal kann durchaus ein verheerender Schlaganfall sein. Die zweite Diagnose, da könnte ich mir vorstellen, dass die auch wieder beim Googlen recht häufig herausgekommen ist, ist der Morbus Horton, eine Diagnose, für die einiges spricht. Das wurden von mir auch ein bisschen bewusst ein paar Symptome eingebaut. Allerdings unwahrscheinlicher deshalb, weil das Gesamt der Symptome dadurch nicht erklärt ist, erstens, und zweitens, weil der Morbus Horton doch wesentlich seltener ist. Er ist aber auch nicht so selten, dass es nicht vielleicht wert wäre, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, vor allem weil er auch nicht so selten übersehen wird, nicht im Bewusstsein der Menschen ist. Ab einem gewissen Alter, in dem sich der Patient schon befindet, ist er gar nicht so selten, der Morbus Horton. Was ist das? Das ist eine entzündliche Erkrankung der Arterien im Kopfbereich vorwiegend, und da kommt es zu einer lang anhaltenden und wenn man es nicht rechtzeitig mit Cortison behandelt, zu einer definitiven Erblindung. Das ist eigentlich das Gefährlichste daran. Schmerzen beim Kauen, Schmerzen in der Zunge und diese seltsamen Kopfhautschmerzen, die er alles hier beschreibt, die gehören auch dazu, und auch eine gewisse Muskelschwäche, es gehört so ein bisschen in den rheumatischen Formenkreis, kann ich jetzt nicht weiter ausführen. In der Realität würde man diesen Patienten wahrscheinlich auch, wenn er im Krankenhaus ist, auf einen Morbus Horton untersuchen, er könnte ja beides haben. Aber insgesamt sind die DEAs die wahrscheinlichere Diagnose. Weitere Differentialdiagnosen wären dann noch eine Migräne mit Aura. Ja, beide Ehepartner berichten, sie hatten schon Migräne, sind also offensichtlich Migränepatienten. Migräne nimmt üblicherweise beim Älterwerden ab. Die Kopfschmerzen sind auch andersartig, werden andersartig geschildert, und eine Aura, die ja oft bei der Migräne dabei ist und die oft auch optische Symptome hat, die ist eigentlich auch anders als die hier angegebene. Das sind oft sogenannte, im typischen Fall, im klassischen Fall sogenannte Fortifikationen. Da sieht man also so in verschiedensten Formen Zickzacklinien, die ungefähr so ausschauen wie bei einer Burg oder so, eine Brüstung, ist hier nicht gegeben. Der Erstanfall einer Epilepsie ist ganz unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Es könnte ja mal das Kribbeln im Gesicht oder der Kraftfluss in der Hand das sein. Die für die Epilepsie typische Aura fehlt aber, also im Grunde genommen eine ganz unwahrscheinliche Diagnose. Die Präsynkope, was ist das? Eine Präsynkope, das ist ein beinahe Bewusstseinsverlust durch in der Regel Blutdruckabfall, ist auch ganz unwahrscheinlich. Das ist zwar so, dass dann wirklich auch neurologische Symptome zustande kommen können, weil eben die Durchblutung des Körpers einfach und des Gehirns zurückgeht, wenn der Blutdruck abfällt, um das simplifiziert auszudrücken, aber insgesamt ist das Bild anders, weil die betroffenen Patienten dann auch bewusstseinsmäßig eingetrübt sind und so weiter und nicht so isolierte Symptome haben, also auch nicht anzunehmen. Die Bindehautentzündung, ja, die scheint er zu haben, da scheint er sich angesteckt zu haben bei einem Enkelkind, möglicherweise, aber die sind ja sehr ansteckend, gleichzeitig zu dem anderen Geschehen, aber ansonsten erklärt sie nichts, also als Diagnose für den gesamten Fall ist sie untauglich. Und den Glaukomaanfall schließlich, der ist genau beschrieben, den hat der Bruder, von dem die Rede ist, im Zuge des Videos, das ist eine Einbuße des Sehvermögens oder eine Beeinträchtigung des Sehvermögens verbunden mit starken Schmerzen. Oft, das kann man auch als Laie und Umständen erkennen, ist das Auge im Seitenvergleich richtig gehend hart, tränt,
Die Leute haben unter Umständen ein Brechen bis hin zu ja, Symptomen, die einen Herzinfarkt denken lassen. Also das ist ein dramatisches Geschehen, das schaut auch ganz anders aus. Ja, und die letzte Diagnose, eine Blutung in den Hinterkopf durch Sturz, gut, das wird beschrieben, das wäre auch möglich, wenn man auf den Hinterkopf fällt. Diese von mir vorher schon beschriebene Sehrinde ist im Gehirn hinten angeordnet, dann kann es zu Blutungen kommen, das ist richtig. Blutungen gibt es meistens unter der Hirnhaut, das sind sogenannte Subduralhämatom oder aber auch im Gehirn selbst. Und es könnte so eine Blutung einmal einen Gesichtsfeldausfall, wie ich ihn vorher geschildert habe, auslösen. Die anderen Symptome bleiben dadurch aber unerklärt, also ist insgesamt auch diese Diagnose eigentlich nicht anzunehmen. Und letztlich die konversionsneurotischen Symptome, ja, das ist ein sehr interessantes, aber aufgrund der Seltenheit de facto nicht in Frage kommendes Krankheitsbild. Das ist letztlich unerklärt, warum vorwiegend jüngere Menschen, ich wiederhole mich in geringer Zahl, ganz seltsame, meistens allerdings länger andauernde, nicht nur so flüchtige Ausfallserscheinungen des Gehirns oder des Auges, das Auge ist ja auch Teil des Gehirns, entwicklungsgeschichtlich haben. Ja. Es gibt zum Beispiel eine konversionsneurotische Blindheit, wo Leute einfach plötzlich nicht, tatsächlich nicht sehen und man findet einfach keine Ursache neurologische Ausfälle haben nicht gehen können etc. Und man kann untersuchen, was man will, man findet keinen Grund dafür. Ja, das gibt ja dann auch manches Mal dann Schlagzeilen in der Zeitung, weil dann natürlich der Verdacht auf Missbrauch, missbräuchliches Erschleichen einer Rente oder ähnliches sofort aufkommt. Aber sowas gibt es. Aufgrund einer psychischen, nennen wir es halt einmal Erkrankung, Ausfälle des Nervensystems. Das ist aber aufgrund der Seltenheit. Und ich betone noch einmal, weil das andauernde Symptome sind, eigentlich eine sehr unwahrscheinliche Diagnose hier. Sobald der Verdacht aufkommt, das wäre mein Ratschlag und buchstäblich mein Appell, sobald ein Verdacht aufkommt, dass so eine TIA vorliegen könnte, ich wiederhole noch kurz, ältere Menschen in der Regel, das muss aber auch nicht sein, ich habe auch junge Patienten, ältere Menschen, Risikofaktor Rauchen, Blutzuckererhöhung, Diabetes, Blutzuckererhöhung, Fettstoffwechselerhöhung, es muss auch nicht alles nicht vorliegen. Ja. Sobald Menschen, die speziell in diese Gruppe hineingehören, so plötzliche neurologische, ganz kurze neurologische Ausfälle haben, ist es absolut falsch und schlecht zu warten und zu sagen, na schauen wir, ob es noch einmal kommt, die Patienten sollen, da gibt es also schleunigst ins Krankenhaus kommen, ja, weil dort dann eine Aufklärung erfolgen muss. Na, was ist denn der Grund für diese Durchblutungsstörungen? Was ist denn der häufigste Grund? Das sei vielleicht noch erwähnt und abhängig vom Grund muss dann natürlich auch die Behandlung jeweils ausgerichtet sein. Bei dem betroffenen Patienten könnte entweder, er ist wie erwähnt makromarisiert, im Herzen, im Vorhof, bei Vorhofflimmern, ein sogenannter Thrombus, ja, ein Blutgerinnsel vorliegen, von dem dann so kleine Bruchstücke abgesprengt werden, die dann in die Gefäßbank gelangen und zur Verstopfung von Arterien führen, was auch recht häufig ist bei der Gabelung der Halsschlagader, dass dort so ein nennen wir es halt auch Thrombus, so eine Auflagerung von verkalkten Gefäßmaterial drauf ist und dass da Partikel abgehen und das gehört also schleunigst abgeklärt, das kann man nur im Spital machen und die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen dann setzen.